So, den nehmen wir mit, habe ich gerade selber zu mir so ein bisschen gesagt. Und damit willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Gartute, beim Clan, noch Jäger der Nacht. Ihr habt das am Wochenende vielleicht gesehen im Livestream. Vielen lieben Dank übrigens nochmal für die 6000 Abonnenten, die ich jetzt habe. Wirklich, wirklich krasses Ding. Und gucken wir mal, wie wir hier jetzt so durchkommen. Am Wochenende war das ja nicht ganz so schick. Wer das so ein bisschen näher verfolgt hat. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, mal so ein bisschen diese Scheiße da mit diesen Mauerpunkten außen, wo du die Truppen so blöde setzen kannst. Dann machen wir mal hier jetzt weiter mit dem Babydrachen, dass die Queen jetzt da reingeht. Das macht sie jetzt endlich auch. Okay, jetzt kriege ich allerdings Beschuss zusätzlich von der gegnerischen Queen. Was will ich denn eigentlich holen? Eigentlich wäre mir ja eine Luftabwehr ganz, ganz nett. Aber ich glaube, so weit komme ich gar nicht. Ein Inferno ginge auch. Ich muss mal gerade schauen. Ich habe Clanburg-Truppen, die sind jetzt nicht ganz so dolle. Das ist aber nicht so schlimm. So, dann machen wir hier mal weiter. Ich glaube, Clanburg selber hat er nicht. Und ich glaube, wir räumen hier nochmal so ein bisschen die Front mit dem King auf, glaube ich. Jetzt lassen wir erstmal eben den Minenwerfer schießen. Ein paar Mauerbrecher, mal gucken. Vielleicht entschließt sich da der King da dann doch reinzugehen oder so. Oh, da haben wir jetzt ja doch schon mal der eine Inferno ist weg. Das ist cool. Oh, jetzt ruckelt es ganz kurz. Das liegt daran, dass meine Maus, die ist kaputt. Die verliert ab und zu mal USB. Ich glaube, die hat einen Wackel liegen. Und dementsprechend glaube ich, dass die auch so langsam ihren Geist aufgibt. Ich meine, sie ist jetzt auch wirklich, wirklich schon super alt. So, jetzt geht das hier weiter mit den Loons. Die spamme ich hier allerdings jetzt schon ziemlich hart rein. Mal sehen. Die müssen jetzt so ein bisschen beschleunigt werden. Das wäre nicht schlecht, wenn wir die ein bisschen schneller jetzt noch kriegen. Da oben auch noch. Dann einen noch von hier hinten. Boah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Die nervigen Skellies hier, die werden jetzt... Ach, den Gift, den habe ich scheiße gemacht. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Die Base haben wir in jedem Fall gepackt hier. Okay. Ja, ich bin ja in dem Clan hier gewesen. Ich habe suboptimale Angriffe gemacht. Wer das nochmal nachsehen will, der muss sich den Livestream vom Wochenende nochmal reinziehen. Dort habe ich nämlich mal richtig zweimal laut Scheiße geschrien im Livestream. Denn ich habe zumindest bei zwei Angriffen einen in diesem Clan hier. Ich muss mal eben nachtrainieren. Und einen im anderen Clan. Aber wie das Ganze hier überhaupt ausgegangen ist, ihr habt ja gesehen, kleine Fehler können Clankriege entscheiden, vor allen Dingen, wenn es 10er Clankriege sind. So, das Ganze fing hier ganz behende an mit dem Louis. Ja, ist ja ein nettes Dorf, seh ich ja eigentlich auch eher selten. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich immer mal wieder in Clans komme, die auch so ein bisschen kleinere Rathäuser spielen. Und wo wir solche geilen Angriffe sehen hier mit Only Magier und einem King. Ey, total geil. Aber die sind auch schon auf 5. Das heißt also, er wird Minimum ein Rathaus 8er gewesen sein. War also ein Dip, aber trotzdem krasser Overkill-Dip hier. So ist das hier erstmal losgegangen im Clankrieg. Und ich weiß nicht, vielleicht ich bei euch, könnte das so eine neue kleine Serie von mir sein. Wäre ja mal nicht schlecht, wenn ihr so der Meinung seid, dass Format könnte ankommen, weil der Avatar ist ja eh immer in anderen Clans und ich gehe auch gleich nach dieser Folge hier aus diesem Clan raus und gehe direkt in den nächsten rein. Lasst euch überraschen, wo ich lande. Vielleicht lande ich ja bei euch. Dann lasst mir das ruhig mal in den Kommentaren nieder, ob sowas ganz gut wäre, ganz nett wäre, und machen wir mal eben weiter. Wir haben hier den Boss 3000. Das ist auch ein Hammer-Dip. Ja, so sah leider der Clankrieg hier aus. Denn dadurch, dass hier einiges an Engineered Accounts drin ist und auch beim Gegner sah es ja nicht anders aus. Muss man ganz klar dazu sagen, beim Gegner sah es nicht anders aus. Konnten wir uns natürlich solche Sachen hier einfach mal leisten. Den mache ich auch mal ein bisschen schneller, dann haben wir noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Und da ich ja nur einen Stern geholt habe mit meinem ersten Angriff oben durch den Verbindungsabbruch im Livestream, mussten wir das Ganze natürlich irgendwo ein bisschen ausbügeln. Das war gar nicht mal so einfach. Also da mussten wir schon hier alles in eine Waagschale werfen, um das Ding hier noch zu reißen. Und ich hatte ja gesagt, oh, die laden mich hier in den Clankrieg ein. Dann ist die Serie vorbei.
Ich hoffe mal, die Serie hält noch ein bisschen an. Diana.org greift hier ein Rathaus 9 an. Sie selber ist ein Rathaus, ich glaube, sie ist ein Rathaus 10, allerdings noch so ein bisschen in den Startlöchern. Ich muss mal gerade gucken, 4 Zauber. Ich weiß gar nicht, ob es ein 9er oder ein 10er ist. Müsste ich gleich mal selber nachschauen, aber ich glaube, sie ist ein taufrischer 10er. Und mit einem reinen Laloon-Angriff, ja, okay, das kann man machen, das ist kein Thema, denn der Gegner hatte immer so ein bisschen, ja, der hatte viele Fußtruppen hier in der Clanburg. Der Babydrache nervt zwar und der Gift war jetzt auch nicht so dolle geworfen, dass der Babydrache das Ganze kompensieren kann hier. Der macht zwar Flächenschaden jetzt auf die Loons, aber die fliegen trotzdem einmal erstmal durch die Base durch. Kann man immer so machen. Ich bin auch nicht Freund von solchen Angriffen. Ich nenne die immer ganz gerne China-Attacken. Aber die Queen ist schon mal weg in der Mitte. Das liegt einfach daran, dass reichlich Verteidigungsgebäude in der Mitte waren, wo die Queen auch rumhampelt. Also so eine Base kann man natürlich auch super mit Hox machen. Allerdings muss man dann ein bisschen die Queen rausnehmen. Und in dem Fall hier musst du das nicht machen, denn wenn die Loons in der Mitte die Verteidigungsgebäude angreifen, in dem Flächenschaden in der Regel so eine kleine Queen hier, die wird einfach mit drauf gehen und so wollen das die Angreifer dann eigentlich auch haben. Wenn du das in anderen Bereichen machst, wo da eine 30er Queen rumhampelt oder im 10er Bereich eine 40er Queen, ist das sicherlich schon ein bisschen tricky, aber ich denke mal, das hat sich hier ganz, ganz gut gelöst. Dieses Dorf ist auch eher so komisch gebaut, so ein bisschen mehr recht als schlecht. Basebau war sicherlich jetzt auch nicht so wirklich jedermann Ding hier in diesem Clan, auch beim Gegner nicht. Und hier ist noch ein kompletter Lava-Hund vor allen Dingen offen, beziehungsweise der ist nicht geplatzt. Dann kriegst du immer ein bisschen Zeitprobleme, habe ich ja auch schon öfter mal gehabt, habt ihr bei mir auch schon auf dem Kanal gesehen, wenn denn so ein Ding mal nicht aufgeht, oder das ist ja, das müsste eigentlich der Max sein aus der Clanburg, dann hast du zu wenig Cleanup am Ende. Das heißt, die fehlen so ein bisschen die Welpen, die das Ganze machen. Ja, es war der Max Lava-Hund hier und hat es aber ganz gut gemacht. So, das ist hier die Angie. Ein Rathaus 12, 60er Queen gegen ein Rathaus 11. Muss nicht immer ein Dreisterner sein, das wisst ihr, das kennt ihr auch von mir. Auch mir ist das schon gelungen, dass ich auch auf einem Elfer sauber gefailt habe. Und also ich sage das immer selber zu mir, Toto, wenn schon richtig verkacken, dann aber auch mit Schwung, dann ist auch nur ein Stern. Zwei sind dann eher ganz, ganz unglücklich. Wenn du dann schon verkackst, dann wenigstens nur mit einem und nicht noch mit zweien. Also wenn schon, denn schon. So, das ist so ein bisschen so meine Meinung. Aber sie macht es ja ganz gut mit Bola, Hexen, Riesenkombi. Ah ne, die Riesen waren vermutlich, aber da müsste ich jetzt gleich gucken, was noch in der Clanburg bzw. in der Clankarre war. An Truppen, aber Helden sind schon ziemlich stark. 55, 60, 28er Warden. Das ist schon mal nicht schlecht. Da geht schon mal ganz, ganz gut hier im oberen Bereich was. Und gegen einen Elfer ist es dann eigentlich, ja, ich meine, da waren Riesen drin, glaube ich, die tapsen da jetzt durch, die sehe ich hier unten jetzt gerade nicht in der Leiste. Die ziehen jetzt nochmal richtig viel Verteidigungsgebäude auf sich. Der Dicke ist auch noch ganz munter dabei. Jetzt haben wir hier noch 4, 5 Verteidigungsgebäude, das ist nicht mehr viel da hinten. Ihr seht das an Masse, was hier noch in dieser Base ist. Ist schon so ein bisschen dominant in dieser Stärke hier gegen eine, ja, ich denke mal, das ist ja, wenn wir hier unten die Kanone sehen, das ist noch Rathaus 10 Status. Das muss einfach ein Dreier sein. Es ist einfach so, das Matchmaking hier war sowieso, dadurch, dass ich natürlich jetzt so in so Clans komme, die vielleicht jetzt auch nicht so super abgestimmt sind, was Rathäuser angeht, werde ich sicherlich auf Matchmakings während dieser Serie treffen. Ich glaube, die ist ganz gut. Die ganz, ganz komisch sind da, ich reg mich da auch nicht drüber auf oder so, also die hätten sich höchstens über mich aufregen können, weil ich keine 3 Sterne auf die eine Base geholt habe im ersten Angriff, denn wir mussten natürlich noch die letzte Base auch machen. Und die letzte Base in diesem kleinen 10er Clankrieg, ihr seht das hier, ist auch wieder von der Angie, klar 12 auf 12, aber diesmal mit Machttrank-Truppen, also auch sie hat noch nicht alle Truppen beisammen.
Das heißt also auf Max-Level, sondern hat sich erstmal auf die Helden konzentriert. Das ist auch keine schlechte Sache. Aber ihr seht das hier, das Rathaus ist in der Mitte. Und da kann man natürlich super eigentlich auch andere Angriffe machen. Aber ich denke mal, die Kombi hier ist auch ganz gut. Für so eine Base hier. Ihr habt es gesehen in der Mitte. Was soll ich dazu sagen? Erdbebenzauber. Okay, Erdbebenzauber habe ich schon ewig nicht mehr im Rathaus 12 Bereich gesehen. Und auch hier der Gegner, wie wir auch, sehr, sehr uneffektiv, muss ich mal einfach an der Stelle sagen. Ganz, ganz viele Lakaien in der Clanburg. Die sind schnell gegiftet. Auch die Masse macht es dann leider nicht. Die Masse macht es einfach nicht. Wenn der Gift super sitzt, dann sind wirklich alle Lakaien im Gift, machen extrem wenig Schaden. Wenn überhaupt, dann werfen die vielleicht einmal, wenn überhaupt, ab. Und das ist auch nochmal geschwächt. Ja, das auch nochmal geschwächt. Und von daher ist ja immer so, habt ihr in der letzten Folge auch schon gesehen, immer wenn ich aufnehme, bimmelt mein Tablet. Ich muss es einfach aufstellen während der Aufnahme hier. Und ja, es ist einfach, es ist eine Farce. Naja, egal. Aber schön gemacht hier und noch richtig viele Truppen hier außen am Rennen. 1:10 noch Zeit, mit zu zündender Queen noch. Allerdings frönt ihr jetzt auch ihren Hobby. Ihr wisst, der Queen Hobby ist hier nicht Schuhe kaufen in diesem Spiel, sondern Mauern machen. Ja, das dauert. Das dauert einfach seine Zeit. Ihr habt es gerade gesehen, das war immerhin schon mal eine weiße Mauer. Müsste also eine Level 11 Mauer, nee, eine Level 12 Mauer gewesen sein. Und der Warden ist jetzt, der Warden, todesmütig, kämpft er sich vor. Der Tank schlechthin. Ja, der Warden muss nämlich gleich tanken, aber die Queen schiebt sich noch gerade so davor. Und schönes Ding hier, denke ich mal, aber jetzt läuft ihr doch so ein bisschen die Zeit davon. Ich kann die Queen ja noch zünden, aber trotzdem stehen hier einfach noch ein bisschen zu viele defensive Gebäude. Womöglich erwischt die dann noch in einer Riesenbombe oder was auch immer, aber ich glaube, sie hatte hier einfach nur etwas mehr als ein Zeitproblem. Die Queen kriegt jetzt noch Pfeffer. Nein, ne? Ich dachte gerade, sie vergisst die Queen, hat es aber nicht vergessen. War einfach nur ein Zeitproblem am Ende. Aber ich denke mal, die Queen hätte es eh nicht gepackt gegen den Bogenschützenturm und jetzt auch, ihr seht es, gegen die Kanone nicht ganz geschafft. 92%, das ist natürlich krass. Super Angriff hier. Und ich kann jetzt aber mal ins Ergebnis reingehen. Hätte Fahrradkette. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren. Hätte Fahrradkette, hätte der Toto nämlich den hier auf 3 gebracht. In seinem ersten Angriff und ich hätte ihn auf 3 gebracht. Guckt euch den Angriff an. Er ist so ziemlich so auf Viertel des Streams. Ich müsste jetzt die Sekunden und Minuten raussuchen. Aber hätte ich diesen auf 3 gebracht und ich hätte ihn auf 3 gebracht. Das ist einfach so. Dann wären wir der Gewinner gewesen. Denn hier oben waren 92% drauf. Und der Gegner hat natürlich bei uns auch gut zugeschlagen, hat uns komplett weggedreiert, aber hat hier nur 59% drauf gehabt. Wir hätten also prozentual ganz klar gewonnen. Schade auch. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich kann aber nichts dran ändern. Es war einfach ein Disconnect hier im Wireless LAN. Das liegt nicht an meinem Internet. Mein Internet ist rattenschnell. Und das liegt ja einfach im Wireless LAN bis hier in den dritten Stock. Da muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Oder den Mist auch lassen. Ich habe auch irgendwann später nach dem Stream gesagt, Toto, warum machst du das eigentlich? Jedes Mal oder sehr, sehr häufig failen im Livestream. Mach's doch nicht. Mit meinem 11er und, oder mit meinem 12er habe ich noch nie live im Livestream angegriffen im Clankrieg. Ich weiß auch eigentlich genau warum. Aber wenn euch das Format hier gefällt, ich bei euch. Ich gehe hier in jedem Fall jetzt raus. Ich bin hier sowieso alleine. Ich tippe jetzt noch gleich einen Text. Vielen lieben Dank, dass ich da gewesen bin. Oder aber der mich eigentlich auch hier reingeladen hat. Es war ja der, jetzt muss ich mal gerade gucken, hier der Gigi Boy, der Gamer Let's Play 2014, glaube ich, bei mir in den Kommentaren. Der hat mich hier reingeholt. Und mal gucken, wo ich lande. Ich habe ja immer noch, ich hab hier schon wieder Freunde hier. Mal sehen. Bei irgendeinem Clan lande ich jetzt. Ich gehe jetzt gleich raus. Lasst euch überraschen. Wird diese Woche sicherlich was kommen. Vielen lieben Dank nochmal fürs Wochenende an euch alle. Und einen schönen Wochenstart wünsche ich euch. Bis dahin. Euer Toto. Clash.